Neue Folge, neue Eroberung stehen an. Auf Feuer tun wir uns doch mal so ein bisschen einen kleinen Überblick verschaffen, würde ich sagen. Das habe ich noch gar nicht so wirklich gemacht. Hätte ich mal zur 100. Folge machen können. Naja, gut. Egal. Machen wir es halt so, ne? So. Einmal hier. Bei Spieler, da kann man schön sehen, was einem so alles gehört. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus, würde ich sagen. Ne? In Asien wird es dann nochmal großflächig zum Erobern. Bin ich auch mal gespannt. So. Ja, ein bisschen Amerika noch, ne? Europa sowieso. Oh, das sollte an sich ja alles kein Problem sein, hoffe ich doch. 1700 geht es dann eh richtig los mit Imperialismus. Dann gehen die richtigen Eroberungen los. Gut. Hier unten, ne? Ja. Ein kleiner Ansbacher Kaiser hockt hier auf den Thron. Mittlerweile alles schön protestantisch. Soweit. Protestantisches HRR. Die kommen nicht mehr weit, das sage ich euch. Österreich ist auch relativ groß, die müssen dann auch noch geschützt werden. Wir müssten mal irgendwann hier Österreich wegbekommen. Wäre interessant, ob Polen sich noch den Rest davon Ungarn holt. Sieht aber momentan nicht so aus, tatsächlich. Schade eigentlich. Wäre schön gewesen. Die sind ja alle reformiert, ne? Ja. Die könnten wir eigentlich ohne größere AE erobern, normalerweise. Normalerweise sind ja welche im Reich. Nicht so doll. Ja, Frankreich, ein Beilstein auf dem Thron. Provence hat die Valois. Kastilien hat ein Senecki aus Ungarn. Interessanterweise mit PU über Portugal. Gucken, ob wir uns Portugal nehmen können dann später. Bin ich mal gespannt, ob das geht. Weiß ich nämlich gar nicht. Wäre auf jeden Fall cool, wenn wir die übernehmen könnten einfach. Komplett. Bräuchten wir die nicht mehr groß erobern. Ansonsten, Zili hat jetzt das Drama. Auch geil. Was haben wir sonst noch? Beilstein. Brühl. Brandenburg gibt es auch noch mit Hohenzollern. Türkheim. Lemming. Was haben wir hier? Sepia. Wir haben mal Kilkow. Als Regentschaftsrat. Okay. Und hier in Schweden die Flemming. So vereinzeltes Dänemark gibt es hier noch. Da die Bornholm, die kleine Insel. Und dann hier oben noch die zwei. Und hier unten ist Norwegen, die sind ausgewandert. Die hatten keine Lust mehr in Europa. Die haben sogar einen Wittelsbau drohen. Die haben hier unten ein bisschen besiedelt, komischerweise. Na gut, die können wir dann eigentlich auch mal angreifen, ne? Und uns das einfach nehmen. Wäre auch möglich. Dann könnten wir hier vielleicht mal irgendwie. Nee, können wir nicht, okay. Da kommen wir leider nicht rüber. Okay. Hier oben sind noch Eingeborene. Müssen wir mal schauen. Gut. So, hier tun wir ja gerade ein bisschen die Indianer noch verklopfen. Die Eingeborenen. Und hier würde ich auch gern weitermachen. Hab gesehen, wenn man hier oben die angreift, kann man Kiwi noch dazu holen. Dann kommt die nehme ich noch mit. Und die noch dazu holen. Kommt die hier unten noch mit? Wer kommt noch mit? Die hier oben. Karauna kommt auch noch mit. Palawa muss noch mitkommen. Wer war denn das? Die hier. Genau. Da könnte man quasi alle in einen Schwung holen. Dann hätten wir da ganz schnell Australien. Müssen nur mal schauen wegen ja AE. Das nehme ich gerade ein bisschen drüber. Weil diese blöden Provinzen hier drüben noch so riesig sind. Aber die haben wir gleich bis 22. August. Müssen wir mal gucken, ne? Wir haben ja auch noch einen Krieg hier drüben laufen, ne? Da sind wir auch gerade dabei mit England. Müssen noch ein paar Rebellen erledigen. Ey, so viel zu tun hier.
Da müssen wir noch ein bisschen warten bis 1690. Okay. So, hier drüben müssten wir ja eigentlich auch mal weitermachen, aber irgendwie zu viel zu tun. Eieiei. Malakka wollte ich auch angreifen, ne? Es geht erst 1680. Da müssen wir noch ein bisschen uns gedulden. Perau können wir angreifen, oder? Ne, 81 erst. Okay. Eieiei, so viel. So, da haben wir schön besetzt. Nehmen wir auch noch Australien. Was machen wir denn hier gerade? Ach, die ziehen wir gerade zusammen. Okay, passt. So, okay. Würde ich sagen, als nächstes angreifen. Bei Tuya kann man angreifen eigentlich, ne? Mit Chamba verbündet. Das würde gut passen. Da kommt noch einiges an Nationalisten mal wieder. Sehr nervig. Oh, das hätte ich zugemacht auszusehen. Können wir mal abrufen. Ja. Da würde ich erstmal hier oben vielleicht noch angreifen. Da gibt man ein bisschen was Chimär, würde ich sagen. Wäre so eine Idee. Ja. Klingt soweit eigentlich ganz gut. So, hier oben haben die Schlacht gewonnen. Da kommen wir nicht hin. Das ist ja doof. Na gut. So, hier drüben müssen wir ein bisschen aufpassen. Wegen der Armee hier, die hier noch umschleicht. Ah, hier drüben haben wir die Feste angenommen. Sehr gut. Das hier fällt mir. Wir werden mal aufteilen und wir werden mal hier die anderen Festungen reingehen. Da haben wir die Rebellen erledigt. Wer ist das? Ach, die Picardie, die ist ja auch noch dabei, siehst du. Na gut, dann schnappen wir uns die noch. Der hier unten. Da könnte man noch ein Handelshaus machen, sehe ich gerade. Südafrikanische Handelsregion. Ja, machen wir das doch mal. Vielleicht kriegt man noch einen Händler gleich. Das wäre es natürlich, ne? Komm du mal hier hoch. Hier Selakalava müssten wir auch mal langsam angreifen. Kommen wir auch irgendwie nicht dazu. So viel zu tun, so wenig Zeit. Einfach nur der Wahnsinn. Linken gewonnen. Ah, Kernprovinzen bekommen. Okay, jetzt bin ich mir über die 100%. Das hilft schon mal. Sehr schön. So, hier besetzt man schön. Oh, da steht ja gar keiner. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssten hier mal so ein bisschen die Leute wegklopfen, ne? So. Da belagern wir. Hier drüben haben wir schon besetzt. Da müssten wir einmal da reinlaufen. Im ganzen Sklavenhandel, sehr schön. So, hier unten. Müssen wir mit einer Hälfte darüber. Das soll dir reichen. So, lienesische Nationalisten. Okay. So, dann haben wir hier drüben schon wieder welche. Eieiei. Das Ding besetzt.
Sehr schön. Verteilen wir uns mal hier. Guck mir sogar nicht so schnell nach hier mit der Erobern, du. So. Hervorragende Weinlese, das ist doch schön. Wunderbar. Komme ich hier rüber? Nee. Nicht so ohne weiteres. Kein Problem. Kommen Sie auch mal hier rüber. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Weil da kommt gerade die 39.000. Dann sammeln wir uns mal gerade hier ein bisschen. Würde ich sagen. Nicht, dass die auf dumme Ideen kommen, ne? So sieht es nämlich fast aus. So, Rebellen weg. Gucken wir uns mal gerade mal um die hier. Hier drüben sammeln wir uns gerade. Hier oben unterdrück mal, okay. Oh, der wurde exiliert, ganz toll. Kein Problem. Der marische Nationalisten. Mein Mann. Kommen ganz schön viele immer, ha? Huh? Ist ja voll nervig. Dann kümmern wir uns mal um die da. Der läuft darüber, das ist sehr gut. Da kann er gerne hinlaufen. Bis hier. Ach, da habe ich noch Transportschiffe gebaut. Stimmt. Da war ja was. So, die Rebellen sind weg. Schon nervig mit den ganzen Rebellen hier. Nee, mit euch will ich mich eigentlich jetzt nicht unbedingt anlegen. Muss jetzt nicht so sein. Wir umgehen die mal. So, das hier ist auch mal endlich fertig. Sehr schön. Schaut es jetzt mit der Überdehnung aus? Geht, ne? Regionsmäßig wird auch gemacht. Okay. Ach, ich sehe gerade, wir haben noch einen Händler bekommen. Sehr schön. So, hier oben haben wir auch besetzt. Okay. Dann müssen wir uns einmal sammeln hier. So. Nerv. Diese lästigen Nationalisten mehr. Die ist ja überhaupt nicht nervig. So. Armenische. Ah, da ist ja noch eine Armee. Sehr gut. Ah, die kommen genau richtig. Eieiei. Die haben ja echt Probleme, du, hä? Die sind viel zu überdehnt hier, habe ich das Gefühl. Eieiei. Die armen Leute. So, wie schaut es denn hier aus? Wir müssten eigentlich noch warten, bis das durch ist hier alles. Bis diese Kernprovinzen durch sind. Würde ich sagen, oder? Obwohl. Wer ist denn das? Ach, hier drüben. Das Boreanisch hier unten, das auch 7%. Okay,
Wir haben gerade keinerlei Admin-Punkte. Ist schon ein bisschen ärgerlich. Obwohl, wir machen das ja gerade zu Kernprovinzen, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Na, da haben wir ja unsere Dingens. Da müssten wir jetzt eigentlich angreifen, damit wir dann später direkt Australien gründen können. Das sollte man tun. So, nehmen wir die alle mit rein. Tiwi. Nyang. Rauna, da müssen wir alle haben, ne? So, dann haben wir auf jeden Fall alle. Laufen nehme ich hier nochmal rein. Hey, London gewonnen. Sehr schön. Wunderbar. Dann besetzen wir hier doch mal ein bisschen, würde ich sagen. Hm? So. Der geht dahin. Dann besetzt mal. So, hier unten haben wir was gewonnen. Okay. Wo willst du hin? Bagaira, okay. Machen wir das halt so. Dann erwischen wir den nämlich noch. Können wir uns da um die Rebellen... Warum mit dir? Du stehst da so einsam rum. Die Rebellen unterdrücken. So, so. So, hier müssen wir halt ein bisschen aufpassen, ne? Wegen den Armeen. So, ah, das sind auch schon wieder irgendwelche Rebellen. Dann lauf halt dahin. Mann, Mann, Mann. Die sind schon ein bisschen nervig hier. Das muss man jetzt schon mal so sagen. Können wir die mal aufteilen. Kann noch einer hier hingehen. So. Ah, der will ja lang abhauen. Und das mal so. Kommen wir da irgendwie ran? Kommst du da am 11. Wenn du dahin gehst, kommst du am 12. an. Warte ich noch einen Tag, dann müssen wir gleichzeitig ankommen, ne? 12. Und 12. Ja, passt. Ist genehmigt so. Ah, oh, knapp verpasst. Verdammt. Na gut. Dann halt nicht, ne? Dann soll es nicht so sein. Schade. Sehr schade. So, hier einmal sammeln. Da laufen wir nämlich einmal hier rüber und kümmern uns mal um die Rebellen da. So, dann müssen wir hier kurz die Sachen besetzen. Drüben kommt der. Passt. Hier können wir uns auch mal sammeln. Einmal da hochlaufen. Willst du etwa da in die Festung rein? Kann das sein? Ja, ein bisschen London plündern so lang. Wäre schon schön. Verharmlose Nachlässigkeit. Wo denn? Und Chan? Was sind das hier für ein Gebiet? Ach, nicht weiter. Dann machen wir mal rekrutiertes. Okay.
So. Hier sammeln. Bis dahin. Ah, die wollen da oben hin. Okay. Dann folgt mir dir doch mal unauffällig. Achso, den Händler wollte ich schon einsetzen, siehst du? Schon wieder vergessen. Mann, Mann, Mann. Jetzt packen wir dem mal das Geld ab. Hier geht ja eigentlich schon alles raus, ne? Vielleicht. Ah. Oder? Obwohl. Schwierig. Jetzt packen wir hier noch ein bisschen ab. So. Okay, hier drüben können wir doch jetzt bestimmt langsam mal Frieden machen, ne? Noch nicht ganz. Schade. Belagerung von Montgomery. Ach, hier oben. Okay. Ja, bist zu schnell. Ich hab Schiffe erobert. Okay. Ach, die habe ich nicht erwischt. Ach nee, jetzt sind die da drüben. Ach hier. Ah, sehr schön. Haben sie sich hier wegenseitig weggenatzt? Kann das sein? Cool. Habe ich jetzt nichts dagegen, ne? Besetzt durch Schottland, echt jetzt? Nix da. So, jetzt müssen wir mal gucken wegen Frieden. Meisane, Parne. Ach, die da oben sind auch dabei. Oh gut, jetzt können sie erstmal egal sein. Hassini. Lipan. Mexiko übergeben. Geht. Keiner wirklich was dagegen. Ich würde aber gern von Haisani noch hier die Provinzen haben wollen. Oh. Der mag nicht. Uff. Muss ja nicht sein, ne? 1, 2, 3, 4. Machen wir es erstmal so und dann holen wir uns die hier drüben, würde ich sagen. Das reicht ja. Oder wir holen uns die später. Können wir auch machen. Ist ja wurscht. Beziehungsweise. Moment. Ah, die sind miteinander verbündet. Okay. Dann können wir uns ja das so machen. Reicht ja eigentlich. Beziehungsweise so. Können wir die uns oben noch separat holen. Nee. Könnten allerdings sagen, gibt die Kämpfer uns zurück, ne? Wäre auch witzig. Hätten wir einen direkten Weg zum Pawnee. Spanisch Arkansas, okay. Ah, die sind portugiesisch. Gab das jetzt Überdehnung? Ja, leider. Ist ja bescheiden. So, gleich mal in die Entwicklung klauen. Na gut. Aber das hat zu Kernprovinzen, ne? Ah, der geht nicht. Wir haben keine Punkte mehr. Na super. Es sind ja noch so viele Dinge offen hier mit Kernprovinzen, ne? Kommt gar nicht hinterher. Echt schlimm.
Nee, nee, nee. So, jetzt haben wir wieder schöne Kriegsgründe. So, hier drüben einmal sammeln. Wieso hast du da angegriffen ohne mich? Bist du wahnsinnig? Mann, Mann. Ist auch mutig hier. Legalismus. Kriegsstand gewonnen. Dann einmal hier rüber. Kurz zu sammeln hier. So. Das kannst du ausmachen. Den teilen wir mal auf. So. Oh, okay. Geil. So, ich glaube, England hat keinen Bock mehr. 44% bloß, das ist aber wenig. Okay, das hier würde ich gern Schottland geben. Und das hier auch. So. Kannst du mir noch was übergeben? Nee. Schade. Sehr schade. Ach, warte mal. Muss ich es so machen, ne? Moment. Shit. Geht nicht, weil Festung, ne? Schade. Sehr schade. Könnten wir das hier so nehmen, ne? Ein bisschen was von Englisch-Peru vielleicht. Können wir da auch eine Kolonialnation gründen? Mag er nicht. Schade. Ist zu viel, meint er? Okay. Müssen wir noch ein bisschen, ne? Habe ich das Gefühl. Na gut. Wenn er noch nicht mag, aufgeben will. Aufgeben mag, mögen will. Oder so ähnlich. Komisches Deutsch. So. Kolonie selbst erhalten. Wow. Welche denn? Ach, die hier. Sehr schön. Gut, würde ich mal sagen, war es das wieder für heute. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Dann tun wir hoffentlich Australien erobern. Schauen wir mal. Bis dann. Ciao, ciao.